Willkommen, mein Name ist Marius Ebert. In diesem Video geht es um meine Prüfungsaufgabe aus dem Bereich Finanzierung. Ich habe hier die Handlungsaufforderung mal abgedruckt. Sie wissen, wir schauen immer erst da, wo der Buchstabe ist. Und wenn wir den Buchstaben nicht sehen, weil es keine Unterstrukturierung mehr gibt, dann schauen wir hier auf die Punktzahl. Auf dieser Höhe finden wir die Handlungsaufforderung. Wir überschlagen also den ganzen Text, der hier oben steht. Da schauen wir zunächst einmal nicht hin, sondern erst auf die Handlungsaufforderung. Und was ist die Handlungsaufforderung? Wir sollen eine Gliederung erstellen, und zwar die Gliederung eines Konzeptes zur Kapitalbedarfsplanung. Was heißt das? Die Gliederung eines Konzeptes zur Kapitalbedarfsplanung sollen wir erstellen, mit der Zielsetzung, den benötigten Kapitalbedarf, benötigten Kapitalbedarf für das Anlage- und Umlaufvermögen zu ermitteln. Benötigter Kapitalbedarf, finden wir dazu eine Angabe. Es geht also um 15 Millionen Euro Kapitalbedarf. So. Wo habe ich das her? Das habe ich aus dem Text, der oben drüber steht. Aber den schaue ich mir erst an, wenn ich es zuordnen kann. Hier, was auf der Höhe des Buchstabens steht, die Handlungsaufforderung, ist der Bezugsrahmen, in den wir die Angaben, die drüber stehen, einordnen. Wenn ich hier oben anfange zu lesen, dann kriege ich Angaben, die ich nicht einordnen kann. Also Kapitalbedarf ist 15 Millionen. Und warum brauchen die 15 Millionen Euro? Es geht um einen neuen Standort. Das Unternehmen hat also einen Standort am Ort A und dazu kommt ein neuer Standort. Sagen wir, Standort A ist die Zentrale. Ja, Standort A ist die Zentrale und ein neuer Standort soll hinzukommen. Hier ist sogar in der Aufgabenstellung ein Ort angegeben, ist aber unwichtig, ne? Ein neuer Standort am Ort B soll hinzukommen. Das ist also die Verwendung dieses Kapitalbedarfs von 15 Millionen. Wie wollen sich das Geld besorgen? Unter anderem eine Kapitalerhöhung. Ja, brauche ich das im Moment? Die Angabe brauche ich im Moment nicht. Also Aufgabenstellung A ist jetzt klar, wir haben die Angaben zugeordnet. So, jetzt muss ich das nur noch tun. Die Gliederung eines Konzeptes zur Kapitalbedarfsplanung. Wie könnte man da rangehen? Eine Kapitalbedarfsplanung und im Grunde haben wir noch eine Hilfe für Anlage- und Umlaufvermögen. Also schreiben wir Kapitalbedarfsplanung. Machen wir uns nochmal kurz klar, was ist Kapitalbedarfsplanung? Kapitalbedarfsplanung ist Liquiditätsbedarf. Ja, gleich Liquiditätsbedarf. Das bedeutet Kapitalbedarfsplanung. Das heißt, wenn ich hier plane und ich muss was anschaffen, muss ich durchaus inklusive Umsatzsteuer zum Beispiel planen, weil die Umsatzsteuer erstmal bezahlt werden muss und dann nachher verrechnet wird. Mit Vorsteuer und so weiter. So, Kapitalbedarfsplanung bedeutet also den Liquiditätsbedarf und zwar den Liquiditätsbedarf berechnen im Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Jetzt geht es darum, einen neuen Standort aufzubauen. Da würde ich mal sagen, fangen wir mal an hier, nennen wir es mal erstens Anlagevermögen und dann haben wir hier A zum Beispiel Grundstücke, B Gebäude. Ja, wenn ich einen neuen Standort aufmache, brauche ich ein Grundstück oder Grundstücke und Gebäude. Und hier wäre dann die Eurosumme einzutragen an Kapitalbedarf, an Liquiditätsbedarf, um das Grundstück zu kaufen, inklusive Anschaffungsnebenkosten, ja, und um das Gebäude zu errichten.
Ja, das könnte man noch hier spezifizieren. Was brauche ich noch? Im Anlagevermögen, Grundstücke, Gebäude, ist hier irgendwo, was die machen? Ja, da steht nur Industrie AG. Also brauche ich gegebenenfalls auch noch Maschinen und den Eurobedarf. Ja, so, das wäre der erste Schritt. Was haben wir noch? Vielleicht noch die Fahrzeuge, Firmenfahrzeuge, ne? Fahrzeuge, auch hier wieder Eurobedarf. Na, Bedarf in Euro. So. Na, dann stünde da eine bestimmte Summe. Das wäre die Kapitalbedarfsplanung im Anlagevermögen. Ich denke, an der Stelle können wir jetzt aufhören. Wir können hier noch E und so weiter schreiben. Na, also so würde ich an die Aufgabe rangehen. Das ist das Anlagevermögen. Anlagevermögen ist dauernd zu dienen bestimmt. Und das heißt, ich schaffe einmal etwas an und baue damit zunächst mal den neuen Standort auf. Ja, weitere Dinge, was danach folgt, Standorterhaltung, ist nicht Thema, zumindest jetzt hier von Aufgabenteil A. Also soll das erstmal genügen für das Anlagevermögen. Und dann haben wir irgendwann hier mal die Summe Euro Anlagevermögen. Na, die Summe Euro Anlagevermögen. Ja, das ist das Anlagevermögen. So würde ich da rangehen. Jetzt kommt das Umlaufvermögen. Das schauen wir uns separat an. Da sieht der Ansatz etwas anders aus. Zweitens also Umlaufvermögen. Umlaufvermögen ist das, was auf der Durchreise ist. Ich gucke nochmal oben in den Text, der über der Handlungsaufforderung steht. Kriege ich mal irgendwelche Angaben, was dieses Unternehmen macht? Es ist eine AG, aber was die machen, steht hier nicht. Da steht nur Industrie AG. Ich gehe jetzt also mal von einem Industrieproduktionsbetrieb aus. Das ist mein Verständnis von Industrie AG. Sollte hier eine Unsicherheit auftauchen an dieser Stelle, dann gilt die alte Regel: Prämisse setzen. Prämisse ist eine Annahme, die wir treffen. Man kann zum Beispiel schreiben: Ich verstehe die Aufgabe so, dass hier ein Produktionsbetrieb an dem neuen Standort errichtet werden soll. Das ist ein sehr langer Satz, das kann man auch kürzer schreiben: Prämisse, Produktionsbetrieb am neuen Standort. Noch einmal. Prämisse, Doppelpunkt, Produktionsbetrieb am neuen Standort. Um zu produzieren, habe ich wieder verschiedene Dinge, die ich brauche. Ich habe zum Beispiel die Produktionsanlagen, das habe ich unter 1 schon. Maschinen habe ich schon genannt, die brauchen wir am neuen Standort. Jetzt brauchen wir aber das, was produziert wird. Wir brauchen Material. Wir brauchen oder wir haben Arbeitskräfte, die dort arbeiten und wir haben Verwaltung. Ja, das zugrunde liegende Lösungsprinzip für diese Sache hier im Umlaufvermögen ist im Prinzip das Schema der differenzierten Zuschlagskalkulation aus der Kostenrechnung. Ja, Sie kennen das. Materialeinzelkosten, Materialgemeinkosten ergibt die Materialkosten. Ja, in der Summe. So, dann kommen die Fertigungseinzelkosten, die Fertigungsgemeinkosten und die Sondereinzelkosten Fertigung. Das addiert, gibt die Fertigungskosten in der Summe. Wenn ich die beiden hier addiere, dann haben wir die Herstellkosten. Ja, das hier beides Materialkosten und Fertigungskosten aufaddiert, sind die nicht Herstellung, sondern Herstellkosten plus Verwaltung plus Vertrieb. Eventuell noch Sondereinzelkosten des Vertriebs und dann haben wir die Selbstkosten.
was wir jetzt wirklich brauchen für unsere Kapitalbedarfsgliederung hier, Material, das wäre einmal die Materialeinzelkosten, ja, Materialeinzelkosten und Materialgemeinkosten. So, jetzt ist es aber im Umlaufvermögen ein bisschen anders als im Anlagevermögen, nämlich im Umlaufvermögen habe ich ja eine gewisse Kapitalbindung für die Zeit, wo das Kapital im Unternehmen gebunden ist. Denn Umlaufvermögen ist ja das dynamische Element des Unternehmens, während das Anlagevermögen das statische Element ist. Also muss ich das noch multiplizieren. Aber nehmen wir erstmal das Ganze dem Grunde nach auf und dann schauen wir Höhe. Ne? Also erstmal Kostenarten hier aufschreiben. Das Mengengerüst erstellen, kann man auch sagen. Wir haben Fertigungseinzelkosten. Zu Fertigungseinzelkosten kann man auch verkürzt Fertigungslöhne sagen. Das stimmt nicht immer in jeder Situation, aber meistens kann man es gleichsetzen. Fertigungseinzelkosten gleich Fertigungslöhne. Und wir haben Fertigungsgemeinkosten. Und wir haben noch anteilige Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten. Das können sogar Verwaltungskosten sein aus der Zentrale. Ja, wir machen ja einen neuen Standort auf. Das können sogar anteilige Verwaltungs- und Vertriebskosten sein aus der Zentrale. Also wir haben auch V&V, Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten. So, jetzt kommt aber eine wichtige Unterscheidung. Nämlich all diese Posten hier, die ich aufgeschrieben habe, müssen liquiditätswirksam sein. Ja, also wir können hier, Materialeinzelkosten sind liquiditätswirksam, Materialgemeinkosten können teilweise liquiditätswirksam sein. Ich fasse jetzt mal alles zusammen und sage liquiditätswirksame Anteile. So, und diese liquiditätswirksamen Anteile hier, das nenne ich jetzt mal hier den Posten A. So, und dieser Posten A, der wird jetzt multipliziert, weil wir im Umlaufvermögen ja nur eine sehr zeitlich begrenzte Bindung des Kapitals haben. Anlagevermögen ist dauernd zu dienen, bestimmt. Umlaufvermögen auf der Durchreise, müssen wir diesen Posten rechnen. Ja, sagen wir so, müssen wir den Posten dimensionieren. A pro Tag. Ja, also wir brauchen Materialeinzelkosten pro Tag, Materialgemeinkosten pro Tag. Fertigungseinzelkosten pro Tag, Fertigungsgemeinkosten pro Tag, Verwaltungsvertriebskosten anteilig, ne, auch hier anteilig, eventuell sogar von der Zentrale, pro Tag mal Tage der Kapitalbindung. So, und das müssen wir multiplizieren. Im Prinzip für jeden Posten einzeln. Und dann haben wir in der Summe Summe Kapitalbedarf UV. Und das addieren wir zu unserer Summe unter Römisch erstens und damit haben wir den gesamten Kapitalbedarf. Ja, streng genommen müssten wir sagen, bei der Materialgemeinkosten müssen wir auch sagen, anteilig. Ja, anteilig das, was sich auf diese Produktion hier bezieht. Damit machen wir keinen Fehler, wenn wir bei Fertigungsgemeinkosten und Materialgemeinkosten auch jeweils schreiben, anteilig. Ja, also der liquiditätswirksame Anteil und der Teil, der sich wirklich auf diesen Standort bezieht. Ja, das könnte man dann vielleicht noch durch eine Fußnote geltend machen. Ja, wir brauchen bei allen
Nur die liquiditätswirksamen Anteile, das haben wir hier ganz klar gesagt. Aber es könnten ja auch sein, dass wir nur das Materialgemeinkostenpauschal erfasst werden in der Zentrale. Dann brauchen wir nur die Anteile, die sich auf diesen Standort beziehen und davon den liquiditätswirksamen Anteil. Ja. Wie löst man sowas, wenn man das jetzt im Grunde ganz gut durchdrungen hat, die ganze Sache? Wie zeigt man dem Prüfer, dass man das auch verstanden hat? Man kann mit einer Fußnote arbeiten. Ja, man kann also hier zum Beispiel hier Fußnote 1 kann man schreiben, Anteil für Standort oder für neuen Standort streng genommen. Ja. Und bei den Materialgemeinkosten ist es der liquiditätswirksame Anteil, aber es kann auch sein, der Anteil für den Standort. Das ist möglich. Es ist möglich, dass die Materialgemeinkosten zentral erfasst werden und dass es einen Anteil der Gemeinkosten gibt, der auf den Standort entfällt. Und davon brauchen wir den liquiditätswirksamen Anteil. Ja, das Gleiche gilt für die Fertigungsgemeinkosten. Ja. Sie sehen also, wenn ich jetzt mal auf die Lösung schaue, dann ist die Lösung nicht besonders gut durchdacht. Ja. Die schreiben auch, die haben also gesehen unter Römisch zweitens, dass man das Umlaufvermögen immer den Betrag, ich habe es hier insgesamt genommen, pro Tag und dann mal Tage der Kapitalbindung nehmen muss. Aber die schreiben ausgabewirksame Materialgemeinkosten, aber sie sehen nicht in der Lösung, dass es auch standortbezogene Materialgemeinkosten geben darf. Wir müssen also, ich sage es nochmal, die standortbezogenen Gemeinkosten nehmen und davon den liquiditätswirksamen Anteil. Ja? Standortbezogene Gemeinkosten, also für alle Gemeinkosten gilt standortbezogen, davon liquiditätswirksam. Ja, das gilt für alle diese Gemeinkosten hier. Nur der standortbezogene Anteil, denn wir wollen ja den Kapitalbedarf, den Liquiditätsbedarf nur für diesen Anteil berechnen. Okay, so würde ich diese Aufgabe hier lösen. Ja, wichtig ist wieder, wie immer, es ist immer das Gleiche. Struktur der Lösung vor Lösung. Das heißt, hier ist die Struktur der Lösung, dieses Schema hier. Ja, wenn man hier unten das komplettiert, sind das die Selbstkosten. Also Verwaltungs- und Vertriebskosten, hier kommen noch Sondereinzelkosten, ne? Plus ich quetsche das eben kurz hin, nur der Vollständigkeit halber. Selbstkosten sind dann die Selbstkosten. Dieses Schema hier lohnt sich auswendig zu lernen. Ich bin wirklich nicht jemand, der an jeder Stelle sagt, Leute, lernt das auswendig. Ich bin da sehr zurückhaltend, weil ich weiß, dass die Leute teilweise Lösungen auswendig lernen, ohne sie verstanden zu haben. Aber dieses Schema bietet die Struktur für so viele Aufgaben, dass es sich lohnt, dieses Schema hier, man nennt das Schema der differenzierten Zuschlagskalkulation, differenziert nach Kostenarten ist hier gemeint, ne? Hier ist Material, hier ist Fertigung, dann kommen Verwaltung, Vertrieb und so weiter. Also differenziert nach Kostenarten und dann zugeschlagen, ne? Wird ja immer prozentual auf die Einzelkosten werden, die Gemeinkosten draufgeschlagen, zugeschlagen. Schema der differenzierten Zuschlagskalkulation, das sollte man auswendig können. Okay, das war es zu dieser Aufgabe. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.